So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Jan Haider und ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Und zwar konnten wir für das heutige CapTrader-Webinar Frau Jessica Schwarzer gewinnen. Sie ist renommierte und ausgewiesene Finanzexpertin, mehrfache Buchautorin und Börsenjournalistin, hat also sehr, sehr viele wertvolle Informationen sicherlich mit auf den Weg zu geben. Ja, und zwar, Frau Jessica Schwarzer ist, wie gesagt, mehrfache Buchautorin. Ihr neuestes Werk erschienen dieses Jahr ist Finanzheldinnen, Verzeihung, Finanzheldinnen der Finanzplaner für Frauen. Und als gebürtige Düsseldorferin hat sie natürlich hier bei uns bei CapTrader, einem Düsseldorfer Broker, ein Heimspiel. Deshalb fangen wir heute an mit dem ersten Teil der fünfteiligen Webinarreihe. Teil 1 beginnt heute mit dem Thema Demografie, die Mutter aller Megatrends. Und in den nächsten Monaten wird es jeweils einmal monatlich einen weiteren Teil geben. Und wir machen das heute so, dass ich Ihre Rückfragen in der Fragesektion dann auch nochmal zwischendrin stellen werde, sodass wir das Ganze interaktiv halten und Sie natürlich dann gerne Ihre Fragen auch direkt beantwortet bekommen. So, dann darf ich Sie, Frau Schwarzer, auch einmal willkommen heißen und übergebe Ihnen hiermit gerne Ton und Bild. Aber wir können uns quasi zuwinken. Danke für das nette Intro. Der Finanzheldinnenplaner kommt erst noch, dauert aber nicht mehr lange. Im September, aktuell gibt es noch andere Bücher von mir, aber im Moment ist das Frauenthema ganz groß. Und ganz groß sind eben auch die Megatrends, finde ich mega spannend im Augenblick. Normalerweise spreche ich auch viel vor Anfänger, Anfängerinnen. Und dann geht es natürlich oft um das Thema Risikostreuung. Ich selber bin großer Fan von ETFs und auch Fonds. Einzelwerte finde ich für Privatanleger, gerade wenn es Anfänger sind, ein bisschen schwierig. Aber es macht natürlich so viel mehr Spaß. Und deswegen werden wir uns natürlich in dieser Webinarreihe mit Schwerpunkt natürlich auch um die Einzelwerte kümmern. Aber ich leite das eben auch ein bisschen ab, indem ich wirklich eben von der Seite von den ETFs und den Fonds komme. Ich hoffe, wir haben viel Spaß miteinander. Ich hoffe, wir kommen in die Diskussion. Also bitte gerne immer Fragen stellen. Ich freue mich. Mal gucken, ob ich sie auch alle beantworten kann. Ich hoffe es. Ja, Megatrends, ich habe es gerade schon gesagt, ein super spannendes Thema und es gibt dazu auch jede Menge Schlagzeilen im Augenblick. Nicht immer zu Recht, aber sehr oft zu Recht. So, dann werde ich mal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert so alles. So, ich hoffe, das sieht man jetzt auch gut. Ja, unser Thema heute sind die Megatrends, Demografie, die Mutter aller Megatrends. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt ein Megatrend? Mit dem Wort wird ja relativ inflationär umgegangen. Es wird schnell irgendwo mal eben in die Runde geschmissen. Aber was ist es denn wirklich? Da gibt es eine klare Definition. Und zwar ist ein Megatrend ein Blockbuster des Wandels. Hört sich natürlich wahnsinnig fett an. Aber es ist eben wirklich so, Megatrends verändern unser Leben, sie verändern unsere Gesellschaft und sie verändern unsere Wirtschaft. Und das wirklich unwiderruflich. Sie müssen in allen möglichen Lebensbereichen auftauchen und dort auch jeweils eben die Auswirkungen haben. Sie müssen also zum Beispiel nicht nur im Konsum vorkommen, sondern auch in der Politik, in der Ökonomie, also wirklich überall in unserem Leben. Megatrends sind keine Eintagsfliegen. Sie haben eine wirklich lange Halbwertszeit und zwar von mindestens 25 bis 30 Jahren. Und prinzipiell haben sie auch einen globalen Charakter, wobei sie natürlich nicht überall gleichzeitig stark und ausgeprägt vorkommen oder eben präsent sind. Manchmal dauert es auch, bis so ein Megatrend um die Welt geht, aber dafür hat er ja dann auch 25 bis 30 Jahre Zeit. Was waren so Megatrends in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten? Sicherlich die Industrialisierung, das Auto natürlich, das Telefon, das Internet. Wobei das Internet natürlich im Grunde der Megatrend Digitalisierung ist oder der Beginn des Megatrends Digitalisierung. Und der ist natürlich noch bis heute super stark und wird immer weiterentwickelt oder entwickelt sich weiter. Also heute reden wir nicht mehr darüber, dass jeder einen Internetanschluss hat. Den haben die viele Menschen, vor allen Dingen in den Industrienationen. Der wird aber immer schneller. Stichwort 5G.
5G, Entschuldigung, dann haben wir natürlich Robotik, Automatisierung, autonomes Fahren. Das ist natürlich alles Digitalisierung. Also das ist ein Megatrend, den leben wir schon viele Jahre und den werden wir auch noch viele Jahre leben. Ja, welche Megatrends gibt es so? Im Moment gibt es wahnsinnig viele. Ich habe schon gesagt, die Schlagzeilen sind voll davon, vor allem auch in Börsenmagazinen. Das Wort Megatrend wird fast schon inflationär verwendet. Megatrends bieten natürlich, qua Definition, die ich gerade gegeben habe, jede Menge Chancen. Aber es gibt ja natürlich auch Risiken. Wir wissen nicht, was passiert mit unserer Gesellschaft. Was passiert mit unseren Arbeitsplätzen? Was mit unseren Daten? Megatrends lösen natürlich kleinere und größere Revolutionen aus. Und wir wissen, dass Menschen natürlich Angst vor Veränderungen haben. Grundsätzlich sagen sie immer, Fortschritt ist toll, Veränderung ist toll, aber bitte nicht mit mir. Also da gibt es vielleicht auch einige Megatrends, die ausgebremst werden, die wir heute noch auf dem Schirm haben und sagen, das kommt auf jeden Fall. Und in 10 oder 20 Jahren werden wir sagen, war dann doch nichts. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Gesellschaften langfristig vom Fortschritt profitieren. Aber welcher Megatrend ist eben einer? Welcher hat Bestand? Wer setzt sich durch? Was setzt sich durch? Das weiß niemand so genau und das wird, so ist es leider, auch wenn es eine Phrase ist, die Zukunft zeigen. Aber es gibt natürlich jede Menge Studien, es gibt jede Menge Prognosen von Zukunftsforschern bis zu Analysten. Es ist ein mega spannendes Thema, auch für Anleger. Und es bietet uns jede Menge Chancen, aber es ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Die Folie ist jetzt schon offen. Wir haben Megatrends, wohin wir sehen. Es sind sehr viele, inflationär fast schon. Also welche gibt es? Heute kümmern wir uns um die Demografie, steht nicht umsonst ganz oben, alles andere ist bunt gemischt. Es ist die Mutter aller Megatrends, dazu komme ich gleich. Dann gibt es natürlich Nachhaltigkeit, das ist ein Megathema. Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, wie wir mit unseren Ressourcen haushalten, wie wir mit unserer Welt umgehen, mit den Menschen, die darin leben. Politisch ist ESG ein ganz großes Thema. Die EU hat gerade erst Leitlinien, quasi Leitlinien, Poller eingepflanzt. Also das wird auch in der Geldanlage ein immer wichtigeres Thema. Wir werden demnächst von unseren Bankern, so wir denn welche haben, so wir uns beraten lassen, gefragt werden, ob wir das wollen oder nicht. Zu dem Thema kommen wir bestimmt auch noch bei den anderen Megatrends, über die wir reden. Also ESG, Mega-Ding. Globalisierung natürlich, auch wenn es einige Stimmen gibt, die jetzt sagen, Corona-Krise, wir haben gesehen, dass diese weltweite Vernetzung, diese Warenwege, die wir da haben, vielleicht nicht das grüne, also einfach nicht das gelbe vom Ei sind, so rum. Vielleicht gibt es da kleinere Anpassungen, aber ich denke, es bleibt ein Megatrend, genauso wie Urbanisierung. Die Menschen zieht es in die Städte. Und dann sind wir natürlich beim Thema Infrastruktur. Das alles muss auch irgendwie funktionieren. Digitalisierung, ich habe es gerade schon gesagt, der Megatrend schlechthin seit vielen Jahren. Zu eben dem Internet kommt die künstliche Intelligenz. Es kommt Cybersecurity dazu, Robotik, Automatisierung, 5G, Cloud Computing, Cybersecurity habe ich schon gesagt. Also ich würde sagen, da ist die Digitalisierung eher der Megatrend und alles andere sind so Untertrends, die mehr oder weniger stark sich durchsetzen werden. Mobilität der Zukunft ist auch so ein Überthema, so ein echter Megatrend. Und dazu zählt dann E-Mobilität, neue Antriebe, Wasserstoff oder Batterie wird viel diskutiert. Carsharing, autonomes Fahren, da gibt es auch jede Menge Themen. Blockchain, ganz großes Thema, eine wirkliche Zukunftstechnologie. Dazu gehören die Kryptowährungen. Setzen Sie sich durch, setzen Sie sich nicht durch. Ganz spannende Themen. Wir können uns natürlich in einer fünfteiligen Webinarreihe nicht um alles kümmern, obwohl ich es gerne tun würde, aber wir werden da alles mal schneiden, vor allen Dingen heute. Und wir können uns aber mal kurz anschauen, worum wir uns kümmern in den nächsten Monaten. Also los geht's heute mit Demografie. Im nächsten Monat Gesundheit und Ernährung. Älter, gesünder, wohlernährt. Ein super spannendes Thema. Dann natürlich die Digitalisierung, alles total vernetzt. Infrastruktur und Urbanisierung dann im November. Das sind relativ vorhersehbare Trends, aber auch da weiß man nicht so ganz genau, wohin die Reise geht. Auch sehr interessant. Und dann natürlich als Autoland Deutschland die Mobilität der Zukunft. Da ist ein gigantischer Wandel im Gange und da gucken wir auch nochmal genau drauf. Heute aber geht es um die Mutter aller Megatrends, die Demografie. Die steht nämlich wirklich über allem. Das gibt es ganz einfache Gründe für. Die Weltbevölkerung wächst und sie wird auch immer älter.
Dadurch verändert sich natürlich auch die Bevölkerungsstruktur. Das muss zwangsläufig den technologischen Fortschritt treiben, führt aber eben auch zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Es gibt unzählige Unternehmen weltweit, die natürlich nach Lösungen suchen, um den demografischen Veränderungen Herr zu werden, weil da kommt wirklich einiges auf uns zu. Und deswegen ist eben die Demografie die Mutter aller Megatrends. Dabei geht es nicht nur jetzt um medizinischen Fortschritt, weil wir gesünder sein wollen, weil wir eben auch älter werden. Es geht natürlich auch um Digitalisierung, es geht um Robotik, es geht um Mobilität. Es geht eigentlich um all die anderen Megatrends. Und deswegen gilt eben die Demografie nicht umsonst als Mutter aller Megatrends. Und sie ist wirklich einer der Wachstumstreiber schlechthin. Und es ist eine Entwicklung, die sollten wir als Investoren wirklich nicht ignorieren. Und zwar nicht als kurzfristige und vor allem erst recht nicht als langfristige Anleger. Schauen wir uns ein paar Zahlen und Fakten dazu an. Aktuell leben rund 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Die UN prognostiziert, dass die Weltbevölkerung bis 2030 um mehr als 1 Milliarde wachsen wird. Bis 2050 werden es sogar mehr als 2,2 Milliarden Menschen sein, die dazukommen. Also von rund 7 Milliarden auf mehr als 9 Milliarden. Und der Großteil dieses Wachstums wird wohl auf die Schwellenländer entfallen. Klar, die Menschen werden auch immer älter. Auch eine UN-Prognose bis 2050 werden 80% der Weltbevölkerung im Alter von über 60 Jahren sein. Und vor allem, also das gilt jetzt für die Länder, die derzeit als weniger entwickelt sind. Also Entschuldigung, das sind die Emerging Markets. Also da 80% der Menschen werden älter als 60 sein. Überhaupt werden die Emerging Markets immer wichtiger und die holen auch bei vielen Dingen immer wichtiger weiter auf. Und das verschiebt komplett die wirtschaftlichen Verhältnisse. Weil das werden nicht nur mehr Menschen und die werden älter, sondern die werden auch reicher. Das heißt, der Mittelstand wächst, die werden mehr konsumieren. Da kommt also wirklich eine extreme Nachfrage auch, eben aus den Emerging Markets. Gleichzeitig schrumpfen die modernen Industriestaaten und sie altern vor allem sehr schnell. Und das ist eben wirklich eine echte Herausforderung. Das durchschnittliche Alter der Bevölkerung in Italien und Deutschland liegt aktuell bei 47,9 und 46,6 Jahren. Nur Japan liegt mit 48,2 Jahren noch vor ihnen. Aber in Westeuropa ist jede fünfte Person älter als 65 Jahre. Und das heißt, dass jede fünfte Person, je nach Rentensystem und Renteneintrittsalter, aber man kann schon sagen, dass da jede fünfte Person entweder schon in Rente ist oder kurz davor steht. Und auch da gibt es Schätzungen, dass man innerhalb der nächsten 10 Jahre sogar jeder vierte Westeuropäer sein wird, der dieses Alter erreicht hat. Und der UN-Bevölkerungsbericht prognostiziert, dass weltweit 2050 in 55 Ländern 30% der Menschen 60 Jahre und älter sein werden. Also diese Alterung der Gesellschaften, der Volkswirtschaften, die ist wirklich extrem. Das heißt, immer weniger Menschen arbeiten und immer mehr Menschen sind in Rente. Die konsumieren anders, die leben anders und die arbeiten eben nicht mehr. Also da passiert wirklich was. All das hat deswegen natürlich extreme Folgen für die Wirtschaft. Schauen wir uns nochmal an, welche Trends denn wohl die Demografie wirklich befeuert. Wir haben es gerade schon gesehen, es leben immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Das heißt, wir müssen Kapazitäten ausweiten, wir müssen unsere Effizienz steigern, wir müssen mit Ressourcen deutlich schonender umgehen, wir müssen Infrastruktur ausbauen und modernisieren auch, vor allem mit Blick auf eben diese Urbanisierungstendenzen, die wir sehen und den Energiebedarf, der natürlich auch immer weiter steigt, Stichwort Digitalisierung, Robotik etc. pp., da geht ohne Energie gar nichts. Und dann haben wir da natürlich noch die medizinische Versorgung und natürlich auch unseren Lifestyle, der sich verändert. Also die Mobilität der Zukunft, der Konsum, wie der sich verändert. Das sind einfach Themen, wo richtig viel Musik drin ist. Profiteur Nummer 1 ist ganz sicher die Gesundheitsbranche.
Das ist schon heftig, wenn wir so viel älter werden, ja auch in der Gesamtlebenszeit, dann wird natürlich der Bedarf an medizinischen Leistungen, an medizinischen Diensten immer größer. Und da gibt es auch ein paar Zahlen, ein paar Hochrechnungen, dass diese demografischen Entwicklungen eben auch wirklich die Haushaltsausgaben immer weiter verschieben werden. Es gibt eine Prognose für die USA, ist glaube ich von BlackRock, hatte ich die mal bekommen. Also wenn die Haushaltsausgaben sich verschieben, auch Inflationsraten, Wirtschaftswachstum, natürlich die Politik wird das alles beeinflussen. Und die USA, die geben bereits heute mehr als 18% des BIPs, also ihres Bruttoinlandsprodukts, für das Gesundheitswesen aus. Und Experten schätzen eben, dass die Gesundheitsausgaben bis 2040 in den USA pro Jahr um 8% des BIPs steigen dürfen. Und das sind 340 Milliarden Dollar in jedem Jahr. Also da ist richtig Musik drin und das ist in anderen Ländern nicht anders. Da steigen die Ausgaben für Gesundheit, die privaten und die staatlichen extrem. Und deswegen ist das auch eines unserer Themen, das nächste sogar im September, da werden wir uns nämlich um Gesundheit kümmern und um die Ernährung der Zukunft. Das ist natürlich auch ein Megatrend, auf den die Demografie einzahlt, weil diese vielen, vielen Menschen, die jetzt schon auf der Welt sind und die in den nächsten 10, 20 Jahren hinzukommen, die wollen natürlich ernährt werden und gut ernährt werden, aber die Ressourcen auf dieser Welt sind eben begrenzt. Ja, das Altern hat natürlich, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, auch was mit unserer Erwerbsbevölkerung zu tun oder macht was damit. Die schrumpft nämlich, die wird geht weiter zurück. Da kann es dramatische soziale und wirklich technologische Veränderungen geben. Die werden einfach nötig sein. Wenn man jetzt mal überlegt, wir haben im Moment noch die Babyboomer-Generation in Lohn und Brot, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die arbeitet noch, aber die gehen natürlich allmählich in Rente. Und es kommen aber immer weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt nach, weil jetzt natürlich die geburtsschwachen Jahrgänge kommen. Damit droht natürlich in älteren Volkswirtschaften, ich habe es vorhin gesagt, Westeuropa plus Japan, droht natürlich Fachkräftemängel. Jetzt können intelligente Maschinen, Stichwort Digitalisierung, Robotik, Automatisierung, in Ländern mit sinkender Zahl von Arbeitskräften eine Lösung sein. Aber für Länder oder Volkswirtschaften mit einer jüngeren Bevölkerung ist das natürlich auch eine Herausforderung, weil im Zweifel natürlich Maschinen, Roboter viel effizienter sind als Menschen. Die arbeiten nämlich 24 Stunden durch, die warten sich im Zweifel selber, die machen keinen Urlaub, die werden nicht krank etc. pp. Die haben immer die gleiche Form und nicht mal irgendwann Durchhänger. Da kann es natürlich zum Abbau von Arbeitsplätzen in diesen Volkswirtschaften kommen. Also auch das eine Riesenherausforderung, die mit der Demografie aber trotzdem stark zusammenhängt. Für Deutschland ist das übrigens ein extremes Problem. Es wird unseren Arbeitsmarkt, unser Sozialsystem und auch unseren Wohnungsmarkt wirklich gravierend verändern und sich darauf auswirken. Es würde jetzt zu weit gehen, das wirklich detailliert zu beschreiben. Aber es gibt eine Studie von der DZ Bank, die kann man auch googeln, die eben zeigt, dass unsere Bevölkerung nicht nur altert, sondern auch ziemlich schrumpft. Und zwar habe ich hier die Zahlen bis 2016. Dürfte die Einwohnerzahl um rund 5 Millionen Personen auf 78,2 Millionen senken. Heute kommen noch 31 Menschen im Rentenalter auf 100 Menschen im erwerbstätigen Alter. Es werden 2016 über 50 sein. Also diese Rente will dann auch mit unserem Rentensystem finanziert werden. Wie auch immer, also Digitalisierung, Automatisierung, die wecken da wirklich Hoffnung, diesen Fachkräftemangel zu lindern. Da kann natürlich Arbeit produktiver sein. Darauf kommen wir natürlich im Webinar zur Digitalisierung. Es ist natürlich überhaupt so, wir alle, ob jung oder alt, wir werden ja immer digitaler. Also ich kenne auch kaum einen 70-Jährigen und Älteren, der kein Handy hat und die meisten sind im Internet unterwegs und haben ihr iPad auf dem Schoß abends. Also wir werden ja alle immer digitaler und die Generation nach den heute 70-Jährigen ja noch viel, viel mehr als die davor. Also da passiert was und das verändert natürlich auch Konsum und Konsumverhalten. Aber Sie sehen an diesem kurzen Ritt durch alle Megathemen, die Demografie befeuert, und es sind im Ende alle, das ist für Anleger alles gar nicht so einfach zu greifen. Und vor allen Dingen das Thema Demografie ist so einfach nicht zu greifen. Es gibt nicht den Demografiekonzern, es gibt keine Branche Demografie. Also wir müssen da schon ein bisschen tiefer einsteigen. Wir müssen ein bisschen recherchieren und ein bisschen schauen, wohin
wohin wir dann unser Geld quasi oder worein wir es wirklich investieren. Es gibt viele Branchen, die von Demografie profitieren. Bei den einen ist es planbarer, bei den anderen weniger. Es gibt wie immer natürlich Chancen und Risiken. Aber Demografie ist ein ziemlich stabiler Megatrend und relativ gut zu prognostizieren. Also das haben wir ja gerade gesehen bei den, da habe ich aber irgendwie ein bisschen komisches Zeug geschrieben, Entschuldigung. Es ist relativ gut zu prognostizieren. Wir haben die Zahlen von der UNO gesehen. Es gibt noch andere Institute, die auf ähnliche Zahlen kommen. Demografie befeuert natürlich sehr viele andere Trends. Und den einen, und da ist wieder ein Problem und ein Risiko, den einen eben schneller und heftiger und den anderen langsamer und weniger stark. Und es gilt natürlich für uns als Investoren, wenn wir darauf setzen wollen, eben die rauszufiltern, die zu den Gewinnern gehören, wie immer ja an der Börse. Und das ist nicht so ganz so einfach. Grundsätzlich würde ich aber sagen, Megatrend Demografie, es gibt definitiv mehr Chancen als Risiken. Und ich würde sagen, es ist auch relativ, also es ist nicht so einfach, die Trends zu identifizieren und die Gewinner der Trends, aber man kommt schon relativ schnell auf so ein paar Branchen, wo man sie wahrscheinlich findet. Gucken wir mal, welche das sind. Ich muss ja mal meinen Spickzettel zur Seite schieben, damit ich meine ganzen Daten im Blick habe. Wir können als Anleger natürlich wie immer mit verschiedenen Vehikeln auf Themen setzen, auf Megatrends natürlich auch. Ich habe mich heute konzentriert auf ETFs und Fonds, Schwerpunkt natürlich gleich die Einzelaktien und die Branchen. Es gibt natürlich auch Zertifikate und so weiter und so fort, aber ich dachte, wir machen es ein bisschen einfach, um es irgendwie greifbar zu machen und fangen mal damit an. Ja, Themen-ETFs, die gibt es ja immer so schön in den Suchen, unter anderem bei der Börse Frankfurt, meine Lieblings-ETFs eigentlich, aber beim Thema Demografie Mangelware. Es gibt genau ein Produkt auf den iStocks FactSet Aging Population Index. Kann auch auf der Tonspur verraten, es ist von iShares. Die sind bei den Themen-ETFs ja immer sehr weit vorne, wie bei allem. Es ist einfach der Platzhirsch. Es gibt einige ETFs zu anderen Megathemen. Ich würde da zum Beispiel ausweichen auf Digitalisierung. Da gibt es zum Beispiel zwei. Man könnte auf andere Branchen natürlich auch ausweichen. Da ist natürlich das Gesundheitswesen ganz groß. Da gibt es auch 12, auf die man setzen könnte. Also da ist die Auswahl schon deutlich größer. Wenn wir uns diese Digitalisierung angucken, da gibt es zum Beispiel einen, der einfach nur als Thema Digitalization hat und geht auf den Stocks Global Digitalization Index. Es gibt auch ein Papier auf den MSCI Digital Economy ESG filtert. Also da ist der Nachhaltigkeitsfaktor mit drin. Das ist übrigens sowohl bei ETFs als auch bei Fonds oft Thema. Die legen da oft einen hohen Wert drauf, weil eben Demografie, wie leben wir in Zukunft? Wie viele Menschen sind da? Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Da sind wir natürlich ganz, ganz schnell bei ESG. So, dann gibt an der Stelle hake ich nochmal ganz kurz unter. Denn jetzt kommen hier schon nämlich die ersten Fragen rein. Ja. Und zwar zum einen, ja, das Ganze wird aufgezeichnet. Keine Sorge, dafür habe ich nicht unterbrochen. Ja. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass hier gefragt wird, warum machen mehr Menschen Effizienzsteigerungen nötig? Da sehe ich keinen logischen Zusammenhang. Wegen der Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte ist es nicht eher gegenteilig. Also wenn es um die Arbeitskräfte geht, ja, da haben wir natürlich ein Fachmangel, Kräftemangel geben, vor allen Dingen in den alternden Gesellschaften, in den jüngeren noch nicht, aber das wird natürlich mit den Jahren auch passieren. Nein, da geht es vor allen Dingen um Dinge wie Urbanisierung. Also wir wollen ja alle irgendwo wohnen und Wohnraum ist begrenzt. Da wird es wahrscheinlich vielleicht kleinere Wohnungen geben oder man muss mehr aufs Land raus, man muss vielleicht höher bauen. Ganz wichtiges Thema ist natürlich die Ernährung der Zukunft. Wir haben eine gewisse Zahl an bearbeitbaren, bestellbaren Feldern auf dieser Welt und es gibt halt nicht für alle wahrscheinlich Obst und Gemüse vom Biobauern. Da kommen wir beim nächsten Mal drauf, ganz spannende Projekte. Es gibt zum Beispiel so Hochhäuser, in denen quasi Gewächshäuser mitten in der Stadt in unglaublicher Höhe gebaut werden. Das ist eben dann Ressourcen irgendwie anders einsetzen. Wir sind dabei so Sachen wie Fleischersatz. Es gibt nicht für alle Menschen Fleisch. So viele Tiere gibt es einfach nicht. Also da gibt es so ganz viele Sachen, wo man schon ein bisschen die Effizienz steigern muss und mit den Ressourcen besser und ordentlicher umgehen muss als heute.
Jawohl, perfekt. Und dann kommt vom selben User, der ist sehr interessiert, noch die Frage, Themen, so zum Beispiel thematische ETFs, nicht statistischerweise längerfristig Underperformer, wird gefragt. Das muss nicht so sein. Wir wissen es aber ehrlich gesagt auch noch nicht. Das habe ich bei der Recherche auch für diese Webinarreihe gesehen. Viele sind noch gar nicht so lange auf dem Markt. Also viele gibt es vielleicht erst seit 2013, 15, 17. Und ich finde, eigentlich müsste man eine längere Backtest haben, aber hat man eben nicht. Nein, es gibt einfach Branchen, die laufen super gut. Ich komme da gleich nochmal so am Rande zu, kann ich jetzt schon mal vorziehen. Also zum Beispiel Gesundheit ist eine Branche, die total resistenter als viele anderen. Also in den vergangenen Krisen, die wir und Crashs, vor allen Dingen an der Börse, die wir erlebt haben, haben Gesundheitsaktien immer weniger stark verloren und sich schneller wieder erholt. Warum? Weil sie eben komplett konjunkturunabhängig sind. Es gibt natürlich auch da Wellnessprodukte, die sparen wir vielleicht, wenn wir in der Kurzarbeit sind. Aber wenn ich ein Diabetesmittel brauche, wenn ich Herztabletten nehmen muss, das höre ich ja nicht auf, nur weil wir gerade die Corona-Krise haben. Deswegen sind die halt, und deswegen erholen diese Aktien sich auch immer schneller. Und natürlich, im Augenblick haben wir ja genau genommen eine Gesundheitskrise, Corona-Pandemie. Und da laufen die natürlich auch gut. Also das muss man nicht so sehen. Und Themen-ETFs gibt es noch nicht so lange. Also da ist ein Urteil zu fällen ein bisschen schwierig. Ich sehe es auch, dass da einige sind schon sehr Modethemen. Also E-Gaming und E-Sports, ich finde es total spannend, aber ich habe sogar investiert, in Klammern. Aber das ist für mich ein kurzfristiger oder mittelfristiger Zock, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also es ist nichts für meine langfristige Geldanlage, weil ich einfach nicht glaube, dass sich das für immer und ewig durchsetzt. Ja, also es gibt Themen-ETFs, die sind, oder Branchen-ETFs, die sind halt wirklich eher konservativ, und es gibt welche, wie immer bei der Geldanlage, die sind spekulativ. Jawohl, dann wird hier noch gefragt nach dem ESG-Score. Also das steht ja für Environmental Social Governance und hat natürlich sehr viel zu tun mit der Nachhaltigkeit oder der nachhaltigen Erwirtschaftung der Dienstleistungen oder Produkte von Unternehmen. Und da gibt es dann natürlich auch bei uns in der TWS so eine Kennzahl, die da ermittelt wird. Und dann war noch eine Rückfrage konkret zu dem Index, dem genannten, ob es dort vielleicht ein paar Firmen noch zu nennen gäbe. Also ich nenne gleich ein paar Firmen, auf jeden Fall, es kommen gleich auch ein paar Charts dazu. Dieser iStocks Factseed Aging Population Index, unglaublicher Name. Ganz ehrlich, ich habe die Namen jetzt nicht rausgeschrieben. Es sind lauter kleine IT-Dienstleister, die wirklich minimalst auch gewichtet sind. Ich hatte noch keins davon jemals gehört. Kann man ja mal ins Factsheet gucken. Wie gesagt, es gibt nur das eine Produkt von iShares. Es ist, vielleicht macht es Spaß, sich die mal einzeln anzugucken, die Werte, und vielleicht auf den einen oder anderen auch als Einzelwert zu setzen. Aber das war schon wild bei anderen ETFs und auch Fonds, wo ich reingeguckt habe, sind halt wirklich Werte, die man kennt und auf die man vielleicht auch selber gekommen wäre. Aber dieses iStocks Factseed Aging, da lohnt es sich mal reinzugucken. Das ist wirklich wild. Ja, wunderbar. Dann vielen lieben Dank. Dann sind bis jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Perfekt, alles super. Dann gucken wir jetzt mal. Also ich hatte, wie gesagt, die ETFs. Wir haben nicht so viele Themen-ETFs, eher Mangelware. Da muss ich dann ausweichen eben auf andere Megathemen, auf andere Themen-ETFs, und bin dann natürlich bei vielen der genannten Megathemen, ist es die Digitalisierung. Da hatte ich auch gerade schon Indizes, Gesundheitswesen, da gibt es natürlich jede Menge Indizes. Aber man kann natürlich vom MSCI World Healthcare, MSCI Europe Healthcare, Stocks Europe 600 Healthcare etc. pp. Findet man natürlich jede Menge. Ist, wie gerade auch schon gesagt, relativ gut gelaufen alles in den vergangenen Jahren. Man kann noch einzelne kleinere Branchen sich angucken. Wenn man so wirklich nach Demografie sucht als Korb, der das komplett abdeckt, dann muss man dann schon auf Fonds, aktiv gemanagte Fonds gehen. Da gibt es einige zum Thema. Ich habe sie jetzt extra nicht aufgezählt, weil wir möchten ja, unten drunter steht es, genannte ETFs, Fonds, Indizes und Einzelwerte sind keine Kaufempfehlung. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht die ganzen Fonds auflisten, aber ich kann gerne mal sagen, es gibt von Gulliver welche, es gibt von der AGIF, also Allianz Global, welche einen, es gibt von Schroeder welche, Fidelity Funds hat
Global Demographic Funds aufgelegt. Also da gibt es schon einiges. Was ich ganz spannend fand, dass eben auch da häufig ESG ganz wichtig ist, also die Nachhaltigkeit. Und der Schroeder Fund ist sogar von umgenannt worden. Der hieß früher mal wirklich mit Demografie im Namen und ist heute ein ESG-Fonds, also Global Sustainable Growth heißt er mittlerweile. Also das, da merkt man auch, dass dieses ESG-Thema da immer stärker reinspielt, beziehungsweise Demografie als Mutter aller Megatrends, hoppala, hier rutscht alles, eben da drüber ist. Das ist ganz spannend und wir gucken uns mal an, wie sich sowas entwickelt. Ich habe extra wieder nicht dazu geschrieben, was es ist, aber das wissen wir ja jetzt alle schon, weil es nur eins gibt. Worauf wird da gesetzt in dem ETF zur demografischen Entwicklung? Es ist vor allen Dingen natürlich die Gesundheitsversorgung mit 45%. Und dann kommen überraschenderweise die Financials mit 40%. Aber andererseits ist es natürlich so, ich werde immer älter, ich brauche natürlich Finanzdienstleistungen, ich brauche Rentenprodukte, also Geldanlage, Rentenprodukte, Altersvorsorgeprodukte, das war das Wort, was mir fehlte. Also das ist natürlich jede Menge, die da kommt. Dann natürlich Konsumgüter, antizyklisch und zyklisch. Und dann kommen noch so ein paar kleinere Einzelwerte. Wir sehen, dass dieses ETF gibt es auch erst seit 2016 im Herbst. Da geht der Chart los. Ich habe die jetzt von der Börse Frankfurt mir gezogen, die Charts. Also gibt es noch nicht so wahnsinnig lange. Wir sehen natürlich den Corona-Einbruch. Wir sehen natürlich hinten auch die Erholung. Aber das ist jetzt kein Chart, der mich ehrlich gesagt zum Jubeln bringt. Ich würde da vielleicht dann auch eher was anderes nehmen. Wir haben hier den Chart auf den MSCI World. Da sieht man eben auch, Gesundheit zählt. Den gibt es jetzt auch noch nicht so lange, den ETF, den ich hier ausgewählt habe. Aber da sieht man eben wirklich, dass das schon eine ganz clevere Anlage ist. Im MSCI World sind natürlich auch die, sind natürlich auch logischerweise Gesundheit, Pharma, ein bisschen Biotech und wir sehen die größten Einzelwerte und die kennen wir, glaube ich, alle. Es ist eine Johnson & Johnson, United Health Group, Roche, Merck & Co., Pfizer, Novartis. Die Liste geht noch ein bisschen weiter mit Werten, die wirklich fast jeder von uns kennt und die eben auch wirklich langfristig sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell haben. Gute Cashflows, die meisten davon sind auch solide Dividendenzahler. Ja, auch diese Branche ist natürlich unter die Räder gekommen in der Krise. Wie könnte es anders sein? Ich fand es aber ganz beeindruckend. Ich habe über Gesundheit eine Geschichte geschrieben vor einigen Wochen und mir da mal das erste Quartal angeguckt. Und der MSCI World hat im ersten Quartal knapp 19% verloren. Und der Healthcare-Sektor hingegen nur 9%. Und ich glaube, das wäre in der Krise ganz nett gewesen, nur die Hälfte zu verlieren von dem, was alle anderen verloren haben. Also da sieht man schon, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Die sind halt sehr, sehr konservativ, die sind konjunkturunabhängig, die haben stabiles Geschäftsmodell, stabilen Cashflow. Und deswegen, klar, die verlieren auch im Crash, aber die haben natürlich trotzdem einfach, da gibt es Schlagenargumente, warum man dann zugreift und reingeht. Aber darüber reden wir dann ganz, ganz ausführlich im September. Ja, Fonds gibt es natürlich auch einige. Ich habe das gerade schon gesagt, unterschiedliche Strategien und Schwerpunkte natürlich. Es gibt viel ESG da drin. Teilweise ist es ein ganzer Schwerpunkt darauf. Das ganze Fonds, teilweise habe ich gesehen, dass zu den 10 größten Positionen wirklich einfach ein ETF auf den MSCI World ESG zählt. Das gibt es auch. Es sind auch Sachen, ETFs auf den Nasdaq in einigen Fonds. Viele, viele Einzelwerte, die eben vor allem erstmal aus der Gesundheitsbranche, da haben wirklich die meisten 20% und mehr Anteil. Informations- und Kommunikationstechnologie auch sehr, sehr großer Anteil. Konsumgüter natürlich, Finanzen, das ist ein bisschen ähnlich wie bei den ETFs und natürlich Industrie und dann kommt bei den kleineren ist noch ein bisschen Immobilien und solche Sachen. Und da sehen wir eben schon wirklich, es gibt einen ganz klaren Schwerpunkt und das ist eben Gesundheit und IT und das sind die beiden ganz, ganz großen Themen, auf die Demografie einzahlt. Die anderen aber am Ende eben auch. Also wenn ich mein Konsumverhalten mit den Jahren verändere, das zählt dann eben auch. Schauen wir, gibt es noch Fragen zu der Stelle? Frage ich doch mal gerade an der Stelle. Gibt es da noch was? Ist ja alles so gut erklärt, dass keine Fragen bestehen.
Wahnsinn, wir sind ja viel schneller als gedacht. ja, und wenn wir uns Einzelwerte angucken, ich habe es vorhin schon gesagt, es sind natürlich die großen bekannten Konzerne, die in den Fonds und ETFs wirklich, wirklich hoch gewertet sind. Das sind eben bei der Gesundheit eine Johnson & Johnson, United Health. Ich hatte die vorhin schon mal unter dem ETF genannt. Und die sind natürlich auch in anderen. Thermo Fisher Scientific ist, glaube ich, der Laden gewesen, der gerade Kiagen übernehmen wollte, was nicht geklappt hat. Aber habe ich auch in Fonds gesehen. Sind aber natürlich wieder die IT- und Technologieunternehmen Amazon, Apple, Microsoft ganz groß dabei. Eigentlich in allen Fonds. Und es gibt da nochmal eine Alibaba, eine Schneider Electric, Tencent, Adobe. Also wir haben Booking Holdings. Also es ist viel Internet, es ist viel Technologie. Und da merkt man eben schon, dass eben auch beim Thema Demografie dieses Thema wahnsinnig wichtig ist, um eben effizienter zu arbeiten. Und wir sehen ja auch in der Gesundheit, ich finde das immer ganz spannend, andere Länder sind da ja viel, viel weiter. Und ich habe mal einen Vortrag von einem Zukunftsforscher gesehen. Und es gibt, ich glaube, es ist Japan gewesen. Da gibt es, also auf jeden Fall gibt es da schon Roboter, die alte Menschen versorgen. Jetzt sagt man, oh Gott, ich will doch im Alter nicht auf der Couch sitzen und von einem Roboter versorgt werden, der wie ein Mensch aussieht. Gegenfrage, möchte ich mit 90 alleine auf der Couch sitzen und zweimal am Tag stellt mir jemand lieblos eine Platte Essen vor die Tür, dann unterhalte ich mich wahrscheinlich lieber mit dem Roboter. Und da gibt es eben erste Projekte und das funktioniert gut. Und es gibt witzigerweise ein roboterbetriebenes Hotel, wo wirklich alles von Robotern gemacht wird. Und am Empfang wechselt der Roboter sogar seine Identität. Also wenn jetzt der weiß, da kommt ein Kind und das Kind steht auf, weiß ich nicht, irgendeine Mickey Maus. Dann steht Mickey Maus im Empfang und steht es auf was anderes, dann kommt ein anderer Roboter. Das ist echt cool und das ganze Hotel wird von Robotern gemanagt. Also wirklich vom Empfang, Zimmermädchen, Gastronomie, das hat schon was und es sind eben wirklich menschengleiche Roboter. Und da merkt man eben auch diese IT-Technologie, das wird uns einfach immer mehr. Das kann man sich heute noch gar nicht so richtig vorstellen. Also ich kann mir einen Paketboten vorstellen, der mit dem Roboter hier ankommt und der Roboter trägt mir in das schwere Paket hoch. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, später von einem Roboter gepflegt zu werden. Aber es ist teilweise wirklich, sind wir da gar nicht mehr so weit weg. Und es sind auch Corona-Patienten auf Intensivstationen in einigen Ländern, auch in Europa, teilweise von Robotern die einfachsten Sachen eben versorgt worden, wie weit wir halt sind. Also das spielt schon alles so ineinander. Und da sind natürlich die Big Five, die wir kennen, wahnsinnig weit vorne. Die spielen ja überall mit. Eine Microsoft, klar. Und dann eben auch asiatische Werte, eine Tencent, eine Alibaba. Da gibt es natürlich diese ganzen Chip-Hersteller, die müssen ja auch, diese ganze Technik muss ja auch ins Laufen gebracht werden, also Hardware. Da gibt es schon jede Menge. Und Konsum natürlich, fand ich spannend in den Fonds. LMV Asch, da habe ich erst gedacht, was soll denn so ein Luxuskonsumgüterkonzern da? Ja, na gut, aber die Älteren im Augenblick sind ja auch relativ wohlhabend. Beta-Generation auch. Und es ist ja nicht nur Louis Vuitton und Moët Hennessy, die haben ja noch jede Menge andere Marken. Und ja, und das ist dann eben was, wo die denken, mit dem Konsum, der eben ja auch in den Schwellenländern, es ist ja nicht nur das Älterwerden, es ist ja das mehr Menschen. Und wir wissen ja, in den Schwellenländern, die stehen ja extrem auf Luxusartikel, weil sie auch meinen, sie müssen das nachholen und haben noch so, wollen eben diese Statussymbole. Kann sich hier in Düsseldorf auf der Kömer angucken, wer da Schlange steht vor Louis Vuitton, sind fast nur Asiaten, eine Riesenschlange. Also da merkt man schon, dass die eben aufholen. Und in L'Oréal, natürlich, die haben ganz, ganz teure Kosmetik, aber auch eben günstige. Die haben auch Wellnessprodukte, eben auch Pflegeprodukte. Da gibt es eben wirklich, da passiert richtig was. Alles natürlich, wie immer, keine Kaufempfehlung, nur mal ein paar Beispiele, wer da wirklich profitieren könnte. Und was mich halt im ersten Moment überrascht hat, war eben auch Finanzen. Aber das ist ja eigentlich auch gar nicht wirklich überraschend, weil wir müssen ja auch irgendwie das Ganze finanziell am Laufen halten und unsere Altersvorsorge etc. pp. Das wären die Global Player. Es ist alles, sowohl in den Fonds als auch in den ETFs, extrem US-lastig. Also wir haben da teilweise einen Anteil USA von 60% und mehr. Klar, MSCI World Healthcare sowieso, weil die sind ja immer so extrem US-lastig, die MSCI World Indizes. Aber es ist eben auch bei den Einzelwerten so, wenn man in die Fonds schaut, da ist auch der Anteil USA extrem groß. Ein Wert übrigens, den ich noch nicht genannt habe, bei Konsum wäre auch eine Nestlé natürlich. Da gibt's, das ist alles
alles, was damit mit Konsum zu tun hat, ist da gefragt. Ja, auch die Fonds haben extrem hohen US-Anteil. Das ist wahrscheinlich einfach auch dem geschuldet, viele der großen Gesundheitskonzerne sind US-Konzerne, dann natürlich einige Schweizer Konzerne, klar. Die IT, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das ist ja fast ausschließlich USA bisher. Da kommt das dann natürlich her, das muss man wissen. Und man ist da also schnell im US-Bereich, aber das macht ja auch nichts. Aber es ist halt gerade, wenn man auf Fonds oder ETFs setzt, sage ich immer, mal einen Blick reinzuwerfen und zu gucken, was ist da eigentlich drin, ist schon wirklich, wirklich wichtig. Und was ich vor allem dabei spannend finde, man findet auch mal Werte, von denen man noch nie was gehört hat und die vielleicht, Ether Apply sagte mir nichts, Partners Group habe ich dann, fiel mir dann noch ein, was es ist. Also es gibt schon so ein paar, die ich ja auch bei den großen Werten habe, wo ich dachte, aha, okay. Und bei dem ETF, dem einen genannten auf Demografie, da macht es, glaube ich, mal wirklich Spaß, sich die einzelnen Unternehmen anzugucken, weil ich würde dann gerne beim nächsten Mal Rückmeldung haben, ob irgendjemand da irgendeinen Konzern von kannte. Ich bin mit meinem Programm eigentlich soweit durch. Es ging ein bisschen schneller als gedacht. Nächster Termin, 23. September. Wer sich heute angemeldet hat, ist auch angemeldet fürs nächste Mal. Gesundheit und Ernährung machen wir da. Älter, gesünder und wohlernährt. Und jetzt würde ich sagen, ringfrei für ganz, ganz viele Fragen und ganz viel Diskussion. Jawohl, und die erste Frage kommt auch direkt rein. Und zwar zum Thema Überalterung stellt sich die Frage, ob nicht REITs, also Real Estate Investment Trusts, ein gutes Basisinvestment wären, wie Sie das persönlich sehen. Klar, also Immobilien sind in den ganzen Fonds auch immer zwar eine kleine, also nicht unbedingt das Basisinvestment, sondern eher ein kleiner Anteil, aber natürlich kann man darauf setzen. Ich habe auch in einem Fonds gesehen, dass sie das getan haben, also dass sie wirklich REITs eingesetzt haben. Auf jeden Fall, Immobilien auch ein ganz wichtiges Thema, weil es geht ja auch darum, wie leben wir später. Wir brauchen altersgerechtes Wohnen, wir brauchen betreutes Wohnen. Wenn wir alle 90 oder 95 werden, werden wir nicht mehr im dritten Stock in unserer 80 Quadratmeter Wohnung leben, die wenigsten von uns. Das muss dann irgendwie anders aussehen. Auf jeden Fall auch ein Zukunftsinvest, wo Demografie ein großes Thema ist. Jawohl, perfekt. Ja, ansonsten ist es mit den Fragen bisher soweit auch schon durch. Also wer noch eine Frage hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja. Das ist halt das Ding, bei Demografie kann man weniger konkret werden als bei allen anderen Trends, die noch kommen werden, weil es natürlich so ist, dadurch, dass es die Mutter aller Megatrends ist und irgendwie alles beeinflusst, weil Demografie, mehr Menschen, ältere Menschen heißt mehr Nachfrage, heißt ja mehr Nachfrage nach allem am Ende. Und das zahlt halt auf alles ein. Ne? Das ist ja auch autonomes Fahren oder so. Ich meine, jetzt sollte man vielleicht mit 80 oder so mal den Führerschein abgeben, auch wenn es nicht alle tun. Später autonomes Fahren, das ist ja überhaupt kein Problem mehr. Also es sind also ganz viele Themen, in die das reinspielt, wo man gar nicht sich so Gedanken drüber macht. Und deswegen ist so das Thema nicht so leicht zu fassen. Aber ich hoffe, ich habe trotzdem so einen Überblick mal gegeben und wie man sich dem so ein bisschen annähern kann. Man muss halt über die Branchen gehen, es geht leider nicht anders, weil es eben so wenig Produkte gibt. Ja, ganz genau. Ja, und ich sehe, in meinem Aufruf sind dann doch ein paar Leute gefolgt. Super. Ja. Also, und zwar kommt die Frage, gibt es eine gute Strategie, um neue Startups gerade für diesen Bereich zu tracken oder die vielleicht zu filtern? Ja, das ist natürlich schwierig. Also, sie müssen ja börsennotiert sein. Und da würde ich dann mir wirklich auch das ein oder andere IPO angucken oder die Börsenneulinge. Da sind sicherlich einige dabei, die in die Richtung gehen werden. Aber es ist natürlich riskanter, klar. Aber so eine Johnson & Johnson ist natürlich ein bisschen langweiliger als ein spannendes Startup. Das ist natürlich so. Ja, die zu tracken, da kann man eigentlich nur die entsprechenden Newsletter, die es gibt, ja, aus der Startup-Branche abonnieren und Börsen-Newsletter und sich das dann angucken. Ich bin allerdings immer ein bisschen vorsichtig mit Startups und Börsenneulingen, weil häufig werden die anfangs gehypt und kommen dann zurück und vielleicht kauft man sie besser als dann. Wäre sogar damals bei Facebook eine gute Idee gewesen, dass man erstmal ein bisschen wartet und dann einsteigt, bis die erste Aufregung, Begeisterung, Gier vielleicht sogar ein bisschen verflogen ist. Jawohl, jawohl. Und dann kommt als nächster Punkt,
Ist es für einen langfristigen Anlagehorizont oder langfristig orientierten Investor sinnvoll, in eine bestimmte Branche, in einen bestimmten Sektor zu investieren? Also erstens sollte man immer breit streuen. Und das heißt, viele Branchen, viele Einzelwerte, viele Länder, viele Branchen. Ich würde das, diese Megatrends, ehrlich gesagt, es gibt diese Core-Satellite-Strategie, die bringe ich vielleicht beim nächsten Mal mit. Da hat man quasi so seinen Satellite in der Mitte, den Core in der Mitte, stellt man sich so ein bisschen wie so ein Satellitensystem vor und hat halt den Kern in der Mitte und das ist dann vielleicht der MSCI World, ein breit anlegender Aktienfonds, ein paar Länder-ETFs, was auch immer oder eben auch Einzelwerte, starke Einzelwerte. Und dann hat man vielleicht noch so ein paar Satelliten, die drum rumschwirren. Also sage ich mal, wenn der Kern vielleicht 60% des Depots ausmacht oder des Aktienanteils, wenn wir jetzt nur über Aktien reden, dann habe ich vielleicht noch 40 oder auch nur 30% Satelliten. Und da kann ich dann auf mehrere einzelne Megatrends setzen. Nur auf eine Branche zu setzen, finde ich super schwierig. Man könnte natürlich sagen, ja wieso, wenn wir vor 10 Jahren alle auf IT gesetzt hätten, auf die Big Five, juhu. Ja, aber weiß man es. Kann auch schief gehen. Deswegen wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig und würde sagen, so Megatrends sind Beimischungen, auch wenn vielleicht eine Gesundheit, also ein bisschen größere Beimischung ist als vielleicht autonomes Fahren oder Wasserstoff, weil es eben prognostizierbarer ist, dass es definitiv ein Megatrend ist und dass wir alle älter werden und dass wir eben alle mehr Gesundheitsdienstleistungen brauchen werden. Das ist einfach prognostizierbarer als jetzt zum Beispiel zu sagen, ich setze auf Wasserstoff, weil vielleicht wird es ja doch die Batterie. Na klar, ja. Und wenn das mit Tech die Branche gewesen wäre, das wäre natürlich super gewesen. Würden wir heute alle nicht mehr arbeiten und heute anfangen. So schaut's aus, ja. Wenn es auf der anderen Seite vielleicht Öl gewesen wäre, dann sähe es dann doch etwas anders aus, jawohl. Also es gibt ja mal diese schönen Charts der größten Unternehmen der Welt, der börsennotierten Unternehmen der Welt. Und wenn man sich das anguckt vor 10, 15 oder 20 Jahren und heute anguckt, das ist schon echt extrem. Weil es waren früher die Ölwerte, die ganz großen waren und auch die großen Gewinner Jahr für Jahr. Und heute ist es einfach Tech und Öl, nun ja. Genau. Genau. Genau, jawohl. Perfekt. Also kommen wir zum nächsten Punkt. Gibt es die Folien per PDF? Ja, aber nur zum Sehen. Die gibt es nicht nochmal als Handout geschickt. Die gibt es leider nicht. Also, aber nächste Frage. Bitte? Aber in der Aufzeichnung sind sie ja drin. In der Aufzeichnung sind sie drin, auf jeden Fall, genau. Also, welche Immobilien-ETFs können Sie denn empfehlen? Sehr schwieriges Wort. Genau, empfehlen tun wir gar nichts. Das geht leider nicht, das darf ich nicht. Ich bin keine Bankerin und keine Beraterin. Und selbst wenn ich eine wäre, müssten wir jetzt erst noch langweilig ein Beratungsprotokoll zusammen ausfüllen. Das wollen wir um die Uhrzeit alle nicht. Man kann sich eine sehr gute Übersicht immer, ich sage einfach immer Börse Frankfurt, weil die haben so eine schöne Themenübersicht, aber man findet es wahrscheinlich auch CapTrader ganz einfach auf der Seite, sich einfach eben die ETFs auf Immobilien, auf die Immobilienbranche und die REITs eben anzeigen lassen und dann muss man eben einfach selber ein bisschen vergleichen. Und ich sage bei ETFs immer, man entscheidet sich erst für seine Anlageklasse, sein Land, seine Branche, was auch immer. Wenn es dann eben Immobilien sind, ist das meine Anlageklasse und dann schaue ich mir an, was es da eben für einen Index gibt, beziehungsweise was es für Indizes gibt, sind ja oft mehrere, vor allen Dingen, wenn es verschiedene Länder sind. Schau mir die Liste an und wenn ich mich dann für eben einen Index, ein Land, eine Region entschieden habe, dann gehe ich wirklich knallhart danach, will ich thesaurierend oder ausschüttend und dann schaue ich mir danach, also will ich, dass die Gewinne reinvestiert werden, drin sind oder möchte ich ab und zu mal Geld auf dem Konto haben und dann schaue ich ganz knallhart, wer ist der günstigste. Und das sind so meine Auswahlkriterien, wie ich da rangehe und da gibt es aber ganz tolle Listen in den jeweiligen ETF-Suchen auf den Seiten. Ganz genau. Und dann kommt hier als nächstes keine Frage, sondern ein positives Feedback. Super Vortrag. Vielen Dank an Frau Schwarzer. Ja, das ist lieb. Dankeschön. Jawohl. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Habe ich es richtig verstanden, dass die Empfehlung in Anführungszeichen, wenn man in Demografie investieren möchte, auch ein ETF im Bereich Healthcare auszuwählen sei? Also es ist eine Möglichkeit, auf den Faktor Demografie zu setzen und wenn man sich eben auch die aktiv gemanagten Fonds anguckt, setzen die einen extremen Schwerpunkt auf Healthcare. Und das ist im Prinzip einfach, wie gerade schon gesagt, die Branche, die am
am besten zu prognostizieren ist, wenn man halt sagt, es gibt so und so viel mehr Milliarden Menschen auf der Welt, die brauchen alle medizinische Versorgung und die wird ja auch in den Schwellenländern immer besser, wenn auch langsam, aber sie wird besser. Bei uns wird sie sowieso immer besser. Forschung, Entwicklung, neue Medikamente, neue Behandlungen, Therapien. Wir werden immer älter, was ja auch daran liegt, dass wir uns gesünder ernähren, dass Krankheiten früher erkannt werden, besser behandelt werden können. Deswegen ist relativ einfach zu, oder was heißt einfach? Es ist am leichtesten zu prognostizieren, dass Healthcare, dass eben Pharma, Biotech und so weiter, dass die immer gefragt sein werden. Die haben ein Geschäftsmodell, was immer gefragt sein wird. Wie das mit dem einzelnen Konzern aussieht, ob der die richtige Strategie fährt, ob der die besten Produkte hat oder die Produkte, die nachgefragt werden, das steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich ist das eine Branche, die auf jeden Fall sehr stark von der Demografie und der demografischen Entwicklung eben profitieren wird. Deswegen kann man sagen, also wenn ich unbedingt auf den Megatrend Demografie setzen will, ist sicherlich Gesundheit einer der Top-Punkte. Aber eben auch Digitalisierung, eben auch Finanzen. Also es sind viele, viele Branchen, auf die das einzahlt. Und weil es eben leider die Branche Demografie nicht gibt und das Demografieunternehmen, müssen wir ausweichen. Und da kann man sich eben so über die Branchen rantasten. Na klar, und dafür gibt es ja dann auch noch mal weitere Webinare, wo das dann noch mal näher aufgegriffen wird. Das macht dann natürlich auch viel Sinn. Als nächsten Punkt gibt es die Frage, vielleicht läuft Healthcare jetzt die nächsten 15 Jahre gut. Wie sieht es aber in den nächsten 30 Jahren aus? Also jetzt Ihre Prognose mit der Kristallkugel. Wie sieht's aus in den nächsten 30 Jahren? Kristallkugel irgendwie gerade nicht zur Hand. Ich habe was anderes zur Hand. Ich würde sagen, ich hoffe, dass man das jetzt sieht. Das sieht so aus. Das ist der Bulle, nicht der Bär. Ja, nicht schlecht. Ich würde wirklich sagen, es wird nicht jedes Jahr gleich gut laufen. Es wird immer mal Rücksetzer geben. Es ist natürlich in Anführungszeichen eine konservative, ein bisschen langweilige Branche. Man kriegt natürlich jetzt nicht die Renditen, die wir bei den Tech-Aktien Jahr für Jahr gesehen haben in den letzten Jahren. Da ist natürlich Healthcare weniger gut gelaufen, aber dafür konstanter und die Rückschläge waren weniger stark. Das ist vielleicht auch ein bisschen was fürs ruhigere Gemüt und nicht so spekulativ und vielleicht gehört es dann eher zu den Basis-Investments, also ein größerer Satellite, vielleicht sogar ins Core mit rein, als jetzt zum Beispiel eben autonomes Fahren oder was ich vorhin genannt habe, E-Sports und Gaming. Das ist vielleicht eher spekulativer. Ja. Jawohl. Und dann gibt es hier sehr interessantes Webinar. In welchem Ihrer Bücher kann ich dieses Thema denn weiter vertiefen? In, glaube ich, gar keinem. Nein, über Megatrends habe ich noch gar nichts geschrieben. Ich habe da so jede Menge für einige Portale geschrieben, aber da muss ich, glaube ich, nochmal gut drüber schreiben. Guter Tipp. Ja, auf jeden Fall. Eine gute Idee nochmal, guter Denkanstoß hier, wunderbar. Ja, danke. Jawohl, als nächstes kommt, spricht die Demografie nicht besonders für die Investition in Emerging Markets, kommt die Frage. Ja, eigentlich schon, finde ich auch. Also ich bin sowieso der Meinung, dass Emerging Markets in jedes Depot gehören und zwar nicht zu knapp. Ich persönlich, und da sind wir jetzt bei einem meiner Bücher, was man auch gerade sieht, einfach erfolgreich anlegen, da wird eher so über Faktor-Investing investiert, also Value, Quality, Size etc. pp. Und da ist bei meinem Depot, was ich auch selber mache, 20% Emerging Markets mit drin, weil ich das wirklich ganz wichtig finde. Die sind eben aufstrebend, werden immer stärker, haben immer mehr Wirtschaftsmacht. Wir haben auch gerade gesehen, eben viel jünger, größeres Wachstum an Menschen, auf jeden Fall. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke für den Hinweis. Ja, hätte ich vielleicht auch nochmal größer machen sollen auf der einen Folie. Ja, hätte man natürlich nachhaltig, also wenn man das macht, es ist Nachhaltigkeit und ja, und Emerging Markets sind auch zwei ganz starke Themen, die wirklich von der Demografie beeinflusst werden. Okay, und ansonsten habe ich hier noch sehr viel Lob für den interessanten Vortrag, für die sehr schönen Folien und interessanten Einblicke. Und als abschließende Frage noch, gibt es einen oder mehreren aktiv gemanagte Fonds aus dem Healthcare-Bereich, der besonders interessant ist?
Die habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt. Ich finde es auch sehr schwierig, einen Fonds zu empfehlen. Empfehlen darf ich ja sowieso nicht. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sich dazu die Seite von Morningstar anguckt. Das ist zugegeben für einen Privatanleger manchmal ein bisschen harter Tobak, aber eigentlich kann man es verstehen, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Und sich da mal anzugucken, was die zu Healthcare-Fonds, Gesundheitsfonds haben. Da gibt es bestimmt jede Menge und da kann man nochmal die Datenbank durchwühlen und schauen, was da wie bewertet ist. Ich finde halt bei aktiv gemanagten Fonds immer so schwer. Man guckt sich dann natürlich als erstes die Performance an. So ticken wir Anleger natürlich. Darum geht es ja auch am Ende. Und dann schaut man sich ein Jahr an, sowieso zu wenig, 3 Jahre, besser 5 oder 10. Dann gibt es die Hälfte der Fonds so lange noch nicht. Und dann ist natürlich die Entwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die Entwicklung in der Zukunft. Wechselt das Fondsmanagement? Wechseln Sie die Strategie? Verpennen Sie irgendeinen Trend? Ich finde das immer bei aktiven Fonds ein bisschen schwierig. Deswegen tue ich mich da sowieso schwer, als Finanzjournalistin welche zu empfehlen. Aber man kann da bei Morningstar gucken. Bei Scope, die haben ein neues Privatanlegerportal. Die haben auch ganz viele Rankings und kann sich da ein bisschen durchklicken. Super, das sind doch schon mal tolle Empfehlungen gewesen. Als finale Frage kam jetzt gerade noch rein. Sollte man bei Emerging Markets einen Unterschied machen zwischen Südamerika und Asien? Ja, wahrscheinlich sollte man das tun. Ich denke ja, vor allen Dingen jetzt gerade in der Krise. Asien ist natürlich, gerade wenn es um Technologie geht und so, schon ganz anders aufgestellt, das sind ganz andere Konzerne. Ich persönlich setze zwar in meinem Depot, keine Empfehlung, auf den MSCI Emerging Markets, aber ich denke im Moment auch darüber nach, ob ich das mal ändere und doch lieber einzelne, entweder Länder-ETFs wähle oder vielleicht sogar aktive Fonds, weil das ist schon, Emerging Markets gibt es eben, wie gesagt, in Südafrika, es gibt sie in Osteuropa, es gibt sie in Asien und das sind so viele, so verschiedene Länder mit so verschiedenen Branchenschwerpunkten, dass so ein MSCI Emerging Markets wahrscheinlich, auch wenn man genau weiß, was drin ist, irgendwie trotzdem eine Blackbox ist. Weil das ist einfach alles nicht vergleichbar so richtig. Ja. Jawohl, dann haben wir doch schon die offenen Fragen beantwortet. Der Rest ist, wie gesagt, nochmal ein Loblied. Vielen Dank für die gute Präsentation, ist hier auch noch zu lesen. Und ja, vielen lieben Dank auch von meinerseits oder von CapTrader. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil, gerne am 23.09. um 18 Uhr, wie auch hier nochmal eingeblendet, wieder mit dem Thema Gesundheit und Ernährung. Dann vielen lieben Dank und Ihnen allen einen ganz schönen Abend. Danke von mir auch.